Vielen Dank, hallo alle zusammen. Mein Name ist Michael Rosa. Der eine oder andere kennt mich vielleicht von Hansenstadt Wechsel. Ich habe Anfang April dieses Panzervideo über den Handelskrieg gefilmt. Ich wollte dazu jetzt ein paar Worte sagen. Vielen Dank. Dankeschön. Also ich muss sagen, wenn ich diese Panzer an mir vorbeifahren gesehen habe, war ich im ersten Moment mal richtig schockiert, weil ich mir gedacht habe, was geht da jetzt ab? Wo sollen die hin? Von wo kommen die überhaupt? Ich habe dieses Video dann gleich online gestellt, an sämtliche Medien geschickt, an sämtliche Parteien, um herauszufinden, eben, was es mit diesen Panzern auf sich hat. Die ersten Indizien waren einfach, dass es sich um niederländische Schützenpanzer handelt, angeblich NATO-Fahrzeuge. Wir sind dem nachgegangen. Zuerst wurden wir irgendwie ins Lächerliche gezogen von einer gewissen Zeitung, die es meiner Meinung nach gerade nicht wert ist, sie zu erwähnen. Und diese Zeitung hat eben behauptet, ja, es handelt sich um niederländische Schützenfahrzeuge, aber garantiert keine NATO-Fahrzeuge. Also die Niederlande sind bei der NATO dabei. Also ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall sind wir denen dann eben nachgegangen und konnten eben feststellen, es handelt sich tatsächlich um NATO-Fahrzeuge von den Niederlanden, wo die Freiheitszeichen abgedeckt waren. Und ja, das wollte ich gerne nur mal klarstellen. Des Weiteren würde ich euch bitten, dass wir uns alle selbst einfach mal einen Applaus geben, dass wir trotz diesem Wetter alle tapfer hier stehen durchnässt. Vielen Dank, das war es auch schon. Dankeschön. Das war Werbung, aber natürlich auf deinen Mund hinauf erwähne ich die heute Zeitung, die das gewesen ist. Dankeschön.